der Abteilung Zelluläre und Systemneurobiologie am Max-Planck-Institut für Neurobiologie in Martinsried sprechen einige meiner Bekannten nur mit Ehrfurcht in der Stimme. Das hat seinen Grund, denn die Forschung, die hier gemacht wird und vor allem die Bilder, die hierher kommen, übertreffen alles, was Ramón y Cajal sich vor 100 Jahren hätte träumen lassen. Und bei mir ist jetzt Professor Hübner, der mir sagt, was denn hier am Max-Planck-Institut so Wahnsinniges funktioniert. Vielleicht als erstes die Frage, was ist denn zelluläre und Systemneurobiologie? Ja, das bedeutet, dass in dieser Abteilung wir uns beschäftigen eben mit Fragen, vor allen Dingen die einzelnen Neurone, einzelne Nervenzellen betreffen. Das heißt, wie sehen diese Nervenzellen aus? Wie ist die Struktur von diesen Nervenzellen? Welche Antworteigenschaften haben diese Nervenzellen? Wie sind sie miteinander verschaltet? Das heißt, also die zelluläre Ebene. Und die Systemebene bedeutet, dass wir uns dann auch im intakten System anschauen, was machen ganze Gruppen von Nervenzellen, wie interagieren sie miteinander, wie reagieren sie auf bestimmte Reize, die aus der Umwelt dargeboten werden. Und das sind eben so die Aufgaben, mit denen wir uns befassen. Das heißt, wir gehen nicht ins Allerkleinste, wir befassen uns nur am Rande mit molekularen Vorgängen, zum Beispiel bei der Funktion von Nervenzellen, bei der Übertragung von Informationen zwischen Nervenzellen an Synapsen. Und wir beschäftigen uns auch nicht auf der allerhöchsten Ebene damit, wie, sagen wir, das gesamte Gehirn funktioniert, wie also verschiedene Systeme innerhalb des Gehirns interagieren, sondern wir bleiben so ein bisschen auf der Ebene einzelner Nervenzellen und eben kleinen Nervenzellen verbünden, also vielleicht 50 oder 100 oder ein paar hundert Nervenzellen, was die sozusagen gemeinsam treiben im Gehirn. Ein gutes Beispiel für die Kommunikation zwischen den Neuronen ist die Langzeitpotenzierung, die Vorgänge an der Synapse, wenn Gedächtnisprozesse stattfinden. Da haben Sie einige revolutionäre Entdeckungen an den Spines, an den Donnen gemacht. Ja, also das sind Beobachtungen, die von einem Doktoranden in der Abteilung von Florian Enger zusammen mit dem Direktor der Abteilung Tobias Bonhoeffer gemacht worden sind vor gut 10 Jahren, die sehr viel Aufsehen erregt haben, weil es mit einer der allerersten Studien war, die wirklich halt zum ersten Mal direkt online zeigen können, was passiert, wenn eben in dem Fall in einer Zellkultur Langzeitpotenzierung, also dieses zelluläre Modell von Lernen und Gedächtnis, induziert wird. Und was da passiert, ist eben, dass innerhalb relativ kurzer Zeit von 10, 20 Minuten vielleicht oder so nach der Induktion dieser Langzeitpotenzierung neue dendritische Dornen, neue Spines gebildet werden. Das heißt, die tauchen plötzlich auf den Dendriten von Nervenzellen und sie tun das eben wirklich dann sehr stark verstärkt, wenn man diese Langzeitpotenzierung induziert hat. Das heißt, man konnte da mehr oder weniger zum ersten Mal diesem Vorgang direkt zuschauen. Das Ganze wurde eben möglich mit einem der neuen Verfahren, was wir und inzwischen auch viele andere Arbeitsgruppen verwenden, dieser 2-Photonen-Mikroskopie, die es eben ermöglicht, mit Licht einer Wellenlänge, was relativ harmlos ist, für das Nervengewebe reinzuschauen, ins Nervengewebe, in dem Fall eben in Zellkulturen, relativ tief reinzuschauen und dann eben sehr, sehr kleine Vorgänge eben auf der Ebene von einem Mikrometer, also einem tausendstel Millimeter auflösen zu können. Und etwas weniger als 10 Jahre ist es her, dass Sie dann auch den gegenteiligen Prozess beobachtet haben, die Langzeitdepression. Genau, das ist quasi der umgedrehte Prozess, wird als Langzeitdepression, LTD, bezeichnet. Das bedeutet, wenn man da jetzt wiederum ein ganz bestimmtes Stimulusprotokoll, also ein bestimmtes Muster elektrischer Stimulation in einer Zellkultur anwendet, appliziert, die Nervenzellen auf die Art und Weise stimuliert, dann kommt es zu einer Abschwächung der synaptischen Übertragung. Das heißt, Synapsen in der Zellkultur werden schwächer und schwächer, die Verbindungen zwischen Nervenzellen werden schwächer. Und dann passiert eben genau das, was Sie angesprochen haben, dass wir nämlich weniger von diesen Spines plötzlich sehen. Das heißt, von denen verschwinden einige. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass im Falle von der Langzeitpotenzierung oder auch der Langzeitdepression, dass da jetzt die Zahl der Spines sich verdoppelt oder so oder halbiert. Das sind Änderungen, die auf relativ kleiner Ebene stattfinden. Irgendwie. Also von 20, 30 Spines sehen wir eben, dass da vielleicht 2, 3 neue dazukommen oder so. Also das Ganze ist kein massiver Prozess, aber einer, der trotzdem ganz deutlich ist, der natürlich statistisch signifikant ist und den wir sichtbar machen können. Sie haben 2-Photonen-Mikroskop schon erwähnt. Mhm. Wellenlänge, Licht, dass man, also ich kann es mir nicht richtig vorstellen. Wie funktioniert das?
Ja, also im Detail ist es in der Tat nicht ganz einfach. Man müsste ein bisschen in die Grundlagen der Physik einsteigen. Deswegen bleibe ich etwas an der Oberfläche. Das Entscheidende ist, das ist eine Methode, die vor gut 20 Jahren entwickelt worden ist. Übrigens von Winfried Denk, das ist jetzt ein Max-Planck-Direktor in Heidelberg, der in kurzer Zeit auch an unserem Institut arbeiten wird. Das heißt, er setzt seine Arbeit hier fort und der hat eben zusammen mit Kollegen in den USA damals dieses Mikroskop zum ersten Mal entwickelt und benutzt. Und der entscheidende Punkt dabei ist eben, wir benutzen Licht, wie wir sagen, langer Wellenlänge, das heißt rotes oder sogar infrarotes Licht. Mit dem Licht können wir tief ins Gewebe reinschauen. Das ist ganz am anderen Ende des Spektrums von sichtbarem Licht, also nicht eben das UV, was ja jeder kennt als potenziell gefährlich sozusagen, das kann Hautkrebs verursachen und so weiter. All das macht infrarotes Licht eben nicht. Und das ist eben einer von den Gründen, warum wir mit diesem Licht arbeiten. Und mit dem Licht kann man, was ein weiterer Vorteil ist, relativ tief ins Gewebe reinschauen. Und dann kommt es dort zu einem Prozess, der im Detail kompliziert ist, eben zu diesem Zwei-Photonen-Prozess, dass eben ein Fluoreszenzmolekül angeregt werden kann durch ganz gleichzeitig durch zwei von diesen relativ energiearmen roten Photonen und dann eben auf ein höheres Energieniveau geschoben werden kann und dann ein Photon einer kürzeren Wellenlänge emittiert, zum Beispiel im grünen Bereich oder so. Und auf die Art und Weise kann man eben dieses berühmte grün fluoreszierende Protein auch anregen. Normalerweise würde man das eben mit blauem Licht tun. Braucht dann nur ein Photon, aber man kann es eben auch mit dem Zwei-Photonen-Mikroskop tun. Dann nimmt man zwei von den roten Photonen und kommt eben zum gleichen Effekt. Es sendet grünes Licht aus, aber wir haben eben dieses vergleichsweise harmlose Licht, was gleichzeitig tief ins Gewebe eindringen kann. Wobei, wenn Sie von Fluoreszenz sprechen, dann sind das keine normalen Neurone, die Sie da beobachten. Ganz genau, das sind keine normalen Neurone. Wir müssen den Farbstoff irgendwie in die Neuronen reinbringen und das wird eben in der modernen Wissenschaft, in der Neurobiologie seit einigen Jahren vorzugsweise gemacht mit genetischen Methoden. Das heißt, die Zellen sind genetisch modifiziert. Das können wir entweder machen, indem wir eine transgene Maus haben, aus der das Gewebe gewonnen wird. Das heißt, die hat dann Zeit ihres Lebens und alle ihre Nachkommen haben auch Zeit ihres Lebens eben Neurone, die das grün fluoreszierende Protein exprimieren. Aber es gibt auch eine Reihe von anderen Möglichkeiten. Man kann das eben auch mit, wie wir sagen, viraler Transfektion machen. Das heißt, wir basteln uns einen Virus, der enthält das GFP, bringen den ins Gewebe rein und der infiziert dann Zellen, Neurone, die von da an dann eben auch dieses grün fluoreszierende Protein exprimieren. Und das schauen wir jetzt im Labor an. Ja, dann gehen wir mal rüber. Wir waren vorhin bei grün fluoreszierenden Zellen. Genau. Und diese grün fluoreszierenden Zellen, die kann man eben anschauen mit einem Zwei-Photonen-Mikroskop. Und das ist eben so ein Gerät, was wir hier stehen haben. Und das ermöglicht uns eben in das Gewebe, in das Nervengewebe relativ tief reinzuschauen, ohne eben das Nervengewebe zu schädigen. Was davon genau ist das Mikroskop? Ja, genau. Also das Ganze, was wir hier sehen, das sieht natürlich inzwischen nicht mehr so aus wie ein normales Mikroskop. Man kann nicht mehr reinschauen, man hat kein Okular mehr, sondern wir haben eben eine relativ komplexe Optik hier, die aufgebaut worden ist, zum großen Teil von einem Doktoranden von mir, von Markus Leinweber. Und der hat das Mikroskop eben zusammengebaut und die entscheidenden Teile sieht man zunächst mal ganz da hinten, diese silbernen Kästen. Das ist der Zwei-Photonen-Laser. Das ist gleichzeitig auch das teuerste an diesem ganzen Aufbau. Dieser Laser produziert gepulstes Laserlicht, infrarotes Laserlicht. Und das gelangt dann, hier kommt raus aus dem Laser und es gelangt dann über diesen Spiegel hier, diesen blauen Kasten und verschiedene andere optische Elemente, die wir hier sehen, zum Beispiel einfach ein Shutter hier, weiter rüber in das Teil, was wir da drüben sehen. Das ist ein Teleskop, damit kann der Laserstrahl aufgeweitet werden. Wir machen ihn ein bisschen breiter. Und ab da geht es dann weiter, und zwar zunächst mal auf diesen Spiegel, den wir da hinten sehen, und von dem Spiegel nach oben, auf den Spiegel wiederum, dann auf den Spiegel, und dann geht es um die Ecke weiter sozusagen. Und am Ende kommen wir dann in diesen schwarzen Kasten hier oben rein. Das ist ein ganz wichtiges Element bei diesem Mikroskop. Dort befinden sich die Scan-Spiegel drin, also zwei kleine Spiegel, die es uns ermöglichen, diesen Laserstrahl fokussiert dann praktisch über die Probe hin und her zu wackeln und so eben langsam ein Bild aufzubauen. Mhm. Von da oben geht es dann weiter und dieser dann wackelnde Laserstrahl kommt hier runter und ganz am Ende hier unten befindet sich das dann noch ein normales Mikroskopobjektiv und unter diesem Mikroskopobjektiv befindet sich dann eben, je nachdem was man anschauen will, beispielsweise eine Zellkultur, aber auch ein intaktes Tier, in das wir dann eben mit dem Laserstrahl, mit diesem Mikroskop reinschauen können. Und das Ergebnis von dieser ganzen Geschichte sehen wir nicht mehr eben wie bei einem normalen Mikroskop, in dem wir einfach reinschauen,
in das Okular vom Mikroskop, sondern wir sehen das hinterher auf Computerbildschirmen, die hier aufgebaut worden sind. Wir sehen also ein rekonstruiertes, am Computer erzeugtes Bild, was dann natürlich trotzdem ganz genau das darstellt, was wir auch im Gehirn sehen. Also das Endprodukt sieht beispielsweise so aus, dass wir eine Nervenzelle haben, die eben mit dem grün fluoreszierenden Protein gefärbt ist. Wir lassen diese Nervenzelle jetzt rotieren, können sie von allen Seiten anschauen und sehen eben auf der einen Seite hier unten den Zellkörper der Nervenzelle und sehen die Fortsätze der Nervenzelle, die wir Dendriten nennen. Und auf diesen Dendriten befinden sich eben die Strukturen, von denen wir schon mehrfach gesprochen haben, die dendritischen Spines. Und das Schöne an diesen dendritischen Spines für uns als Forscher ist eben, dass jeder von diesen Spines genau einem synaptischen Eingang entspricht. Das heißt, die Zelle bekommt eben über diesen Spine und über ihre vielen Spines jeweils Eingänge, Signale von anderen vorgeschalteten Nervzellen vermittelt. Das heißt, pro Synapse nur ein Spine tatsächlich? Das gilt in fast allen Fällen. Es gibt einzelne Ausnahmen. Ganz neu gebildete Spines haben vielleicht auch mal gar keine Synapse. Und es gibt ab und zu auch die Situation, dass ein Spine, dass auf einem Spine zwei Synapsen drauf sind. Aber im Prinzip gilt es so für sicher den Großteil aller Spines. Ein Spine ist eben eine Synapse. Nochmal, das ist wirklich wichtig. Das macht es uns so einfach, das anzuschauen. Wir wissen also immer dann, wenn so ein Spine kommt oder wenn er geht, dann mit ziemlicher Sicherheit jedenfalls ist auch eine neue Synapse auf dem Neuron entstanden oder sie ist eben verschwunden. Jetzt muss ich aber gleich fragen, gibt es das schon in der Schale, dass Sie Sender und Empfänger, also zwei, die wirklich eine Synapse miteinander teilen, beobachten konnten? Das kann man auch beobachten. Was wir dazu machen, ist, dass wir eben einfach verschiedene Farbstoffe benutzen oder verschiedene Proteine, die rot leuchten und grün leuchten und dass dann eben die vorgeschaltete Nervenzelle in einer Farbe zu sehen ist und die nachgeschaltete Nervenzelle in einer anderen Farbe zu sehen ist, also rot und grün. Und dann kann man sich in der Tat anschauen, was eben die beiden beteiligten Partner machen, wenn solche Synapsen neu entstehen. Also das sind Zeichnungen von wirklichen Nervenzellen, die entweder hier in der Abteilung oder die auf der rechten Seite ich in meiner Doktorarbeit angefärbt habe. Auf der rechten Seite ist eine, wie wir sagen, Pyramidenzelle aus dem visuellen Kortex und auf der linken Seite sehen wir ebenfalls wieder eine Pyramidenzelle, in dem Fall aus einer Hippocampus-Kultur, also aus einem Teil des Gehirns, der eine wichtige Rolle bei Lernen und Gedächtnis spielt. Was man wieder sehen kann dort, sind unten die großen Zellkörper von diesen Nervenzellen, da ist auch der Zellkern drin mit der genetischen Information. Und dann sehen wir sehr viele Fortsätze und die etwas dickeren von diesen Fortsätzen, da sehen wir jetzt wiederum diese ganz kleinen Stöpsel drauf, diese kleinen Dornen. Und das sind eben diese dendritischen Spines, die so wichtig sind für uns. Okay, das waren die Zellen und sie waren ziemlich beeindruckend. Jetzt kommen wir zu dem, was sie machen, wenn sie in größeren Verbänden in Systemen auftreten. Und da haben Sie herausgefunden, dass dieses feine Verhältnis von Hemmung und Erregung, diese Balance, die da stattfindet, dass sie sich offensichtlich an die Gegebenheiten anpasst. Ist mal ganz blöd gefragt, Herr Hübner, reicht es nicht, wenn sich Zellen gegenseitig erregen? Warum muss da gehemmt werden? Nee, das reicht nicht. Also das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass wir auch Hemmung im Nervensystem haben, aus verschiedenen Gründen. Also wenn Nervenzellen sich immer nur gegenseitig erregen würden, dann bestände ganz trivial zunächst mal die Gefahr, dass es einfach zu einer Übererregung kommen würde und die pathologischen Folgen von sowas sieht man dann zum Beispiel in der Epilepsie, wo eben diese Balance zwischen Erregung und Inhibition nicht mehr stimmt. Nervenzellen werden einfach sehr, sehr stark erregt und die Inhibition kommt nicht mehr hinterher. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von anderen Gründen, warum Inhibition im Nervensystem wichtig ist. Und ein ganz einfaches Beispiel ist ein ganz einfacher Reflex, den wahrscheinlich jeder von uns kennt, nämlich diesen Kniereflex. Dieser Kniereflex beruht ja darauf, dass eben einer der Oberschenkelmuskeln, der eben das Bein streckt, dass der an dem leicht gezogen wird, wenn man so will. Und das führt dann eben reflektorisch dazu, dass dieser Muskel von motorischen Neuronen im Rückenmark erregt wird und dann kontrahiert er sich wieder. Das bedeutet aber natürlich gleichzeitig, dass der Muskel auf der gegenüberliegenden Seite, also der Beuger, der hier sitzt, auch im Oberschenkel, dass der eben zu dem Zeitpunkt inhibiert werden muss. Denn wenn der dagegen arbeiten würde, dann würde es eben einen Krampf geben. Das ist in der Tat auch das, was man findet. Das heißt, der gegenüberliegende Muskel in diesem sehr einfachen Reflexbogen, der muss eben inhibiert, gehemmt werden. Und das geschieht in der Tat auch durch ein hemmendes, inhibierendes Neuron im Rückenmark. Und diese Balance passt sich an. An die Gegebenheiten, an veränderte Umstände. Ja, also ganz generell gibt es im Nervensystem, wahrscheinlich, so vermuten wir in allen Teilen des Nervensystems, eben immer eine Balance zwischen Erregung und Hemmung. Und wenn jetzt durch irgendeinen äußeren Einfluss einer der Faktoren, die Erregung oder die Hemmung,
zu stark ist oder zu schwach ist, dann führt es dazu, dass der entsprechende andere Teil eben auch abgeschwächt oder verstärkt wird. Und in unserem speziellen Beispiel haben wir uns das Ganze eben angeschaut im visuellen Kortex, also in dem Teil vom Gehirn, der für die Verarbeitung von Sehinformationen zuständig ist. Und was wir dort gemacht haben, ist, dass wir da einen Teil der vorhandenen Erregung weggenommen haben, indem wir einen kleinen Teil der Netzhaut läsioniert haben. Das heißt, wir haben praktisch einen Teil der visuellen Eingänge permanent weggenommen. Und das führt eben dazu, dass insgesamt im visuellen Kortex etwas weniger Erregung vorhanden ist, weil eben einfach weniger von außen reinkommt. Und was wir dann weiter festgestellt haben, eben auch wieder mit der Methode des Zwei-Photonen-Imagings, der Zwei-Photonen-Mikroskopie, ist, dass daraufhin, und zwar relativ schnell im Bereich von ein, zwei Tagen, wir Veränderungen auf inhibitorischen Neuronen gesehen haben. Und zwar haben wir zum einen auch wieder die Struktur von diesen Zellen angeschaut und haben gesehen, die Eingänge von diesen inhibitorischen Neuronen, von denen auch einige diese Spines haben, zu denen wir immer wieder zurückkommen, die wurden plötzlich weniger, und zwar in diesem Fall relativ stark weniger, um knapp ein Drittel oder so. Das bedeutet eben, dass offenbar diese inhibitorischen Zellen, Neurone im visuellen Kortex, weniger Eingänge bekommen haben. Das heißt, das Level der Inhibition wurde runtergefahren. Und gleichzeitig haben wir auch gesehen, dass auch auf der Ausgangsseite von diesen Neuronen, bei den Axonen dieser inhibitorischen Nervenzellen, dass wir dort entsprechende Strukturen gesehen haben, die auch in ihrer Zahl abgenommen haben. Strukturen, die wir axonale Boutons nennen und von denen wir wissen, dass sie praktisch dem anderen Teil der Synapse entsprechen. Das heißt, sowohl die Eingänge dieser Neuronen wie auch die Ausgänge dieser Neuronen wurden runtergefahren, wurden abgebaut, relativ schnell. Unsere Idee ist eben, das Ganze dient jetzt wiederum dazu, diese Balance, von der wir es schon mehrfach hatten, wiederherzustellen. Das heißt, wenn ich von außen Erregung, in dem Fall sensorische Erregung, wegnehme, dann regelt das System sehr schnell hinterher, indem eben auch die Inhibition etwas runtergefahren wird, und dann ist das Ganze ungefähr jedenfalls wieder im Gleichgewicht. Ich weiß, das ist eine gewagte Frage, aber wenn Sie jetzt schätzen müssten, ist das ein grundsätzlicher Mechanismus, der also auch in anderen Arealen des Kortex gilt, vielleicht auch subkortikal? Also in anderen Arealen des Kortex, da wage ich mich jetzt ein bisschen weit vor, würde ich stark vermuten, dass es ganz ähnlich ist. Also würde man ein entsprechendes Experiment in dem Teil des Kortex machen, der fürs Fühlen zuständig ist, würden wir, denke ich, ganz genau das Gleiche finden. In anderen Teilen des Gehirns bin ich mir nicht so ganz sicher. Es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Balance zwischen Erregung und Hemmung nicht nur durch diesen einen Mechanismus herbeigeführt wird, den wir dort beschrieben haben in dieser Veröffentlichung. Es gibt eine ganze Reihe von weiteren Mechanismen, die alle dazu beitragen, etwas herzustellen, was wir ganz allgemein als Homöostase bezeichnen, als neuronale Homöostase. Das heißt, dass eben jede Nervenzelle sozusagen so ein angestrebtes Aktivitätslevel haben sollte, und das wird eben mit Hilfe von verschiedenen Mechanismen ungefähr dort gehalten, damit das ganze System eben nicht übererregt wird, nicht zu wenig erregt wird und auch vernünftig arbeiten kann und vernünftig Informationen, Sinnesinformationen verarbeiten kann und speichern kann, und da gibt es eben verschiedene Beiträge zu dieser Homöostase, und dieses Drehen an den inhibitorischen Neuronen, was wir dort beobachtet haben, das ist eben ein Teil davon. Und subkortikal? Wie gesagt, subkortikal, dass generell dort es auch Mechanismen der Homöostase gibt, das ist zum Teil beobachtet worden, oder wir können es jedenfalls mit gutem Grund vermuten. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eben bestimmte Teile vom Gehirn gibt, in denen das auch auf andere Art und Weise gemacht wird. Man kann auch beispielsweise die Erregbarkeit von erregenden Neuronen selber ändern, indem man jetzt eher auf molekularer Ebene dafür sorgt, dass dort bestimmte Ionenkanäle verstärkt oder weniger stark exprimiert werden, sodass die Zelle dann eben mehr oder weniger erregbar wird. Das ist ein weiterer beobachteter Mechanismus, und der könnte in anderen Teilen des Gehirns jetzt vielleicht eine wichtige Rolle spielen als im Kortex. Herzlichen Dank, das war ziemlich spannend bei Ihnen. Ja, sehr gerne.